Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Dienstag. Neues und Interessantes aus dem Bergland und den Gefilden der Oberlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für die Region Bautzen und das Oberlausitzer Bergland. Leben die Lausitzer gern in ihrer Heimat? Und wie bewerten sie ihre Zukunftschancen hinsichtlich des Strukturwandels? Das wollte das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung in einer kürzlich durchgeführten Umfrage herausfinden. Mehr dazu und was ansonsten noch in der Region geschehen ist, erfahren Sie jetzt. Das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung hat im sächsischen Teil der Lausitz eine Umfrage bezüglich der Einstellung und Identifikation der Menschen zu ihrer Heimatregion geführt. Thomas Schmidt, sächsischer Staatsminister für Regionalentwicklung, sieht die Ergebnisse als Zeichen, dass die Verbundenheit der Lausitzer zu ihrer Heimat sehr tief sitzt. Die Ergebnisse verdeutlichen aber ebenso, dass die jungen Menschen gute Zukunftsaussichten in der Lausitz brauchen. Gleichzeitig macht die Umfrage deutlich, dass es den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist, sich aktiv in die Gestaltung des Strukturwandels einzubringen. Für die Umfrage wurden im Dezember 2020 ca. 1000 Personen aus den sächsischen Landkreisen Bautzen und Görlitz ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter strukturentwicklung.sachsen.de unter dem Menüpunkt Umfrage in der Lausitz. Anlässlich des Weltwassertages findet am Freitag, den 12. März, die erste Wasserkonferenz für die Lausitz statt. Das Programm besteht aus den Themenblöcken Bergbau, Wasser und Klima. Die Konferenz und die Initiativen des Wassercluster Lausitz e.V. sollen das umfangreiche Wissen und die Erfahrungen von Landeswasserbehörden, Bergbauverwaltungen und den Bergbauunternehmen LEAG und LMBV bündeln und für die Zukunft nachhaltig nutzbar machen. Die Hybridveranstaltung wird gemeinsam von der BTU und dem Wassercluster Lausitz organisiert und durch das Land Brandenburg unterstützt. Am Wochenende fand der Transkribathon Sachsen at Work in den virtuellen Räumen des Sorbischen Instituts und der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek statt. Innerhalb von 24 Stunden entschlüsselten die Teilnehmer 140 Dokumente, wie beispielsweise Briefe oder Aktenblätter, und übertrugen sie in eine maschinenlesbare Form. Die historischen Schriften wurden unter anderem aus den Archiven in Kamenz und Bautzen zur Verfügung gestellt. Interessierte können auch nach dem Wettbewerb weiter transkribieren und einen wertvollen Beitrag zur Aufarbeitung regionaler Geschichte leisten. Alle Dokumente verbleiben in der zentralen virtuellen Bibliothek für Geschichte und Kultur Europas unter europeana.eu. In Bautzen sind 2020 mehr Babys geboren als im Vorjahr. Insgesamt haben im vergangenen Jahr 322 Mädchen und Jungen das Licht der Welt erblickt. Das ist ein Zuwachs von über 6%. Eine mögliche Ursache für diese Entwicklung kann der Frühjahrs-Lockdown sein, wie aus der Stadt vermutet wird. So wurden im Dezember 2020 insgesamt 48 Geburten gezählt, 2019 waren es nur 26. Doch das Virus hat nicht nur für mehr Geburten gesorgt. So hat die Stadt im Dezember deutlich mehr Todesfälle zu verzeichnen als noch im Vorjahr. Von den knapp 700 Verstorbenen des ganzen Jahres entfallen mehr als 20% allein auf den Monat Dezember. Positiv zu nennen ist die Zunahme von Familien, die nach Bautzen gezogen sind. Bautzens Landrat Michael Harig hat sich am Donnerstag, dem 18. Februar, mit einer Initiative von Sportlern sowie dem Kreissportbund getroffen. Dabei hat man über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Vereinssport und die Zeit nach Corona gesprochen.
Unter anderem wurden Testkonzepte diskutiert, welche helfen können, den Schul- und Vereinssport so schnell wie möglich wieder zu gewährleisten. Landrat Harich regt an, ein solches Konzept gegebenenfalls dem Kultus- und der Sozialministerin vorzustellen und eine pilothafte Einführung im Landkreis Bautzen zu prüfen. Die Sanierungsarbeiten der ehemaligen Uranerzbergbaustandort in Sachsen gehen weiter. So ist vorgesehen, die Kernsanierung an den Standorten Hermsdorf im Jahr 2022 sowie in Königstein bis 2025 zu beenden. Dafür zuständig ist die Wismut GmbH. Das Unternehmen ist nicht für die Sanierung aller Hinterlassenschaften des ehemaligen Uranerzbergbaus im Freistaat Sachsen rechtlich verantwortlich. Es gibt parallel dazu noch das Verwaltungsabkommen Wismut Altstandort, in welchem der Freistaat Sachsen und die Wismut GmbH seit 2003 Sanierungsarbeiten durchführen und gemeinsam finanzieren. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium mitteilt, stellen der Bund und der Freistaat hierfür im Zeitraum 2021 bis 2035 zusätzlich 229 Millionen Euro zur Verfügung. In Sachsen stehen 17.700 neue Impftermine zur Verfügung. Wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilt, geht das auf den neuen, dritten Impfstoff der Firma AstraZeneca zurück. Schritt für Schritt wird es mehr Impftermine geben, so Gesundheitsministerin Petra Köpping. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Tage geht das DRK davon aus, dass die Termine binnen weniger Stunden ausgebucht sein werden. Die Lausitz bekommt eine eigene Monopoly-Edition. Vor wenigen Tagen präsentierten die Initiatoren und der Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves erstmals ihr Projekt. Noch in diesem Jahr soll die Lausitz-Edition des bekannten Brettspiels auf den Markt kommen. Egal ob Lausitzer Seenland, wunderschöne Altstädte, Museen oder Schlösser, alle Highlights der Lausitz werden ihren Platz im Spiel finden. Bis dahin können die Einwohner der Region entscheiden, welche Orte an Städte im Monopoly üblichen Straßen und Sehenswürdigkeiten unbedingt aufs Spielbrett sollen. Vorschläge können über die eigens eingerichtete Website www.lausitz-spiele.de, der Facebook-Seite sowie per Post noch bis zum 31. März eingereicht werden. Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntagabend an der Lotzestraße in Bautzen gekommen. Eine 51-Jährige touchierte offenbar mit ihrem Toyota beim Einparken einen abgestellten PKW an der Stoßstange. Ermittlungen führten die Beamten wenig später zur Wohnanschrift der Frau. Ein Alkoholtest bei ihr ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Ob sie auch während der Fahrt alkoholisiert war, sollen nun die Blutproben ergeben. Vandalen haben am Samstagabend zwei VW an der Schlossstraße in Soland beschädigt. Sie brachten eine unbekannte Flüssigkeit an den Türgriffen der Polo auf. Der zuständige Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise werden im Polizeistandort Bischofswerda unter der Rufnummer 7570 oder an jeder anderen Polizeidienststelle erbeten. Am frühen Samstagabend ist es auf der S100 bei Panschwitz-Kuckerau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 40-Jähriger mit seinem BMW hat in Richtung Bautzen einen vor ihm fahrenden VW-Transporter überholt und war dabei ins Schleudern geraten. Der BMW kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Er überschlug sich dadurch und kam auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit erheblichen Verletzungen in eine Dresdner Klinik. Die S100 musste zur Bergung des Fahrzeugs und zur Unfallaufnahme für 3 Stunden voll gesperrt werden. Es entstand Schaden in Höhe von 115.000 Euro. Eine VW-Fahrerin ist am Samstagabend auf der Kreisstraße in Zescha verunglückt. Sie kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch die Wucht des Anpralls drehte sich der PKW um 180 Grad und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Das Auto ist Schrott und der Schaden beträgt über 10.500 Euro. Am Montagabend fand auf dem Kornmarkt in Bautzen eine angezeigte Versammlung unter dem Motto für Frieden, Freiheit, Wahrheit und Wiederherstellung der Grundrechte statt.
An der Zusammenkunft nahmen 70 Personen teil. Zu Beginn verlas der Leiter der Versammlung die Auflagen. Die 10 Uniformierten sprachen einem Versammlungsteilnehmer einen Platzverweis aus. Er weigerte sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 14 Teilnehmer wiesen einen Attest vor, welches sie von einer Maske befreite. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Als eine von 5 Leitstellen im Freistaat Sachsen nahm die integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen 2013 in Hoyerswerda den Betrieb auf. Der Zuständigkeitsbereich umfasst das Gebiet der Landkreise Bautzen und Görlitz. Kaum eine andere öffentliche Einrichtung in der Region hat eine derartige Bedeutung für die Menschen in Ostsachsen. Wir wollten mehr über die Aufgaben der Leitstelle, gerade im Hinblick auf die Pandemie, erfahren. Wir waren in der integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen in Hoyerswerda zu Besuch und wurden von den Mitarbeitern, Disponenten genannt, etwas in ihre tägliche Arbeit eingeführt. Jeder Disponent hat eine Doppelqualifikation und rund 5,5 Jahre Ausbildung hinter sich. Er ist sowohl ausgebildeter Berufsfeuerwehrmann als auch Notfallsanitäter. Doch nicht nur das fachliche Wissen, sondern auch das eigene Vorstellungsvermögen spielen in diesem Beruf eine existenzielle Rolle. Denn bei jedem Anruf, von denen es über 400 pro Tag gibt, müssen sich die Disponenten ein gedankliches Bild erstellen, um mögliche Gefahrensituationen rechtzeitig zu erkennen und einschätzen zu können. Diese Informationen sind für den einkehrenden Rettungsdienst, die Feuerwehr oder den Notarzt existenziell und können über Leben und Tod entscheiden. Jeder Einsatz muss gut organisiert und taktisch durchdacht sein, denn die Mittel, so zahlreich sie auch sind, stehen nur in begrenzten Mengen zur Verfügung. Umso wichtiger ist es zu wissen, wann man die 112 anrufen sollte und wann vielleicht eine andere, eher unbekanntere Nummer, die bessere Hilfe bietet. Die Rede ist natürlich von der Telefonnummer des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes, der 116 117, die sogenannte Nummer mit den Elfen. Ohi, eine schwere Erkältung. Aber ins Krankenhaus musst du dafür nicht. Wenn die Notaufnahme nicht nötig ist. Der ärztliche Bereitschaftsdienst hilft weiter. 116 117, die Nummer mit den Elfen. Doch so hilfsbereit die Disponenten am anderen Ende auch sind, die Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, ist knapp bemessen. Kein Wunder bei 455 Einsätzen pro Tag. Hin und wieder stellt sich auch während des Telefonats heraus, dass gar kein Notfall existiert. Vor allem zu Zeiten von Lockdown und einer damit verbundenen Vereinsamung rufen die Leute auch immer häufiger an, um jemanden zum Reden zu haben. Die zuständigen Disponenten helfen zwar immer, wo und wann sie nur können, doch in Anbetracht von lebensbedrohlichen Notfällen müssen sie ihre befristete Zeit gut einteilen. Aus diesem Grund verweist Stefan Schumann, Leiter der Regionalleitstelle Ostsachsen, auf die zahlreichen Seelsorger-Hotlines hin, welche geschultes Personal und auch genügend Zeit für ausführliche Gespräche haben. Zu empfehlen sind da die Mitarbeiter von telefonseelsorge.de. Sie erreichen sie unter 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder 0800 3x die 1 0 3x die 2. Die Nummern sind jederzeit kostenlos für Sie erreichbar, rund um die Uhr. In der aktuellen Situation sind die Disponenten der Rettungsleitstelle zudem angehalten, auch für den Gesundheitsschutz der anrückenden Einsatzkräfte zu sorgen. Daher wird in den Telefonaten auch immer abgefragt, ob sich jemand im Haushalt in Quarantäne befindet oder positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die Anrufer werden in solchen Fällen gebeten, bei Eintreffen der Rettungskräfte einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ja, okay. Herr Müller, sorgen Sie für einen Wärmeerhalt Ihrer Mutter. Sie werden sie weiter betreuen. Sollte sich irgendwas am Zustand ändern, wählen Sie nochmal die 112, ja, und berichten mir darüber. Und eine Frage, befinden Sie sich gegenwärtig in Covid-Isolation oder Quarantäne? Ist da irgendwas bei Ihnen bekannt? Symptome von Covid-19? Fieber nicht bekannt? Ja. Okay, keine Abgeschlagenheit, keine Gliederschmerzen.
allgemeine Unwohlsein ist nicht so weit. Okay, was war der Grund für den Sturz gewesen? Okay, gut, Herr Müller, Rettung ist informiert und trifft bei Ihnen in Kürze ein. Ne, wenn die Retter bei Ihnen eintreffen, bitte Mund- und Nasenbedeckung tragen. Alles klar. Sehr gern, Herr Müller, Hilfe ist unterwegs. Alles Gute. Wiederhören. Tschüss. Eines sollten Anrufer in jedem Fall beherzigen: Ruhe bewahren und auf Rückfragen warten. Manch einer legt im Stressmodus allzu schnell auf und hat noch nicht einmal seinen Standort mitgeteilt. Dann muss schlimmstenfalls eine aufwendige Handyortung durchgeführt werden, damit die Helfer kommen können. Doch das Beste, was jeder Einzelne zur Entlastung beitragen kann, ist auf seine Umgebung sowie auf seine Gesundheit zu achten. Herr Müller, das haben Sie sehr gut gemacht. Lieb von Ihnen, danke. Naja, haben Sie sehr gut gemacht. Kollegen übernehmen. Alles Weitere bei denen. Ne? Vielen Dank für Ihre Maßnahmen. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Regionalzeit für die Region Bautzen und das Oberlausitzer Bergland. Die nächste Sendung folgt in einer Woche zur gleichen Zeit. Bis dahin machen Sie's gut und bleiben Sie gesund.